springen. So. Sorry für den Ausbruch, aber... Ne? Manchmal muss das einfach sein. Wenn die KI mal wieder nicht das macht, was sie soll. Ne? Und zu weit springt oder zu weit geht. Ja. Gut. Einmal hier. Ich meine, wir sind ja vorhin auch dran. Wir waren ja auch so blöd und sind da dran vorbei, ne? Muss man ja auch sagen. Hätten wir das uns sparen können. Aber gut. Wusste ich ja auch vorher nicht. Nee, andere Richtung, ne? Hä? Die verlassen den Minus doch da unten, oder nicht? Was machst du? Was sollte das gerade? Warum hast du dich kein Stück weiter bewegt und hast dich da festgedönst? Genau hier. Oh, Menschenskinder. Cassandra. Genau. Hier passen die Wachen sicher gut auf. Nö, nö, nö. Solange du nicht wieder zu weit springst. Okay. Ist da jemand? Ich muss die beiden loswerden. Sonst, ja. Hätten die sich nachher noch verplappert. Das kann ich mir gerade echt nicht leisten. Ah ja, ich beklaue die gleichzeitig. Das ist super. Dass ich die nicht mehr einzeln stiebzen muss. So, einmal hier rüber. Ich spring mal. Bevor die hier, ne? Ne, hinterherkommen. Das wollte ich gesagt haben. Ich war jetzt gerade nur ein bisschen... Ja. Schläft er? Ist halt sehr stark, ne? Aber ranschleichen geht halt auch nicht. Ich war immer der Meinung, dass wir wirklich machen. Aber erstmal lernen zu gehorchen. Oh. Hä? Ich habe doch eben gerade normale Pfeile verschossen und nicht mehr. Ja. Sorry, dass ich gerade hier, ne? Na, sie juckt tatsächlich wieder. Ah, ja. Kann ich so ähnlich auch. Ja, ich werde was. Okay. Oh nein. Muss das sein? Nein! Ah, nein! Ja, deine auch.
Och komm. Ich hab keinen Bock mehr gegen euch beide. Was? Kann nicht sein. Ich hab erst gebadet. Wieso kriegt er eigentlich keinen Permaschaden? Ach, ja. Muss natürlich wieder dafür aufbrauchen. Ich weiß es nicht, wie ist es denn? Keine Ahnung. Der andere Typ nervt nur. Tja. Findest du raus? Danke. Ja, ich weiß. Ja. Du. Ist dasselbe wie mit Ehre und hast du nicht gesehen und... Ist halt nicht so meins, ne, Gehorsam. Nein, weg da! Nein! Das... gönne ich dir nicht. Und dir übrigens auch nicht. Ich weiß. Also solange der Typ noch hier ist. Aber jetzt habe ich ja den Pyrotyp nicht mehr. Wird das definitiv einfacher, ihn hier klein zu kriegen. Schießen wir mal in den Hintern. Tja. Das wüsstest du wohl gerne. So. Idiot. Und einmal hier den Tod bestätigen. Damit wäre das hier erledigt. Ja. Ah ja. Sehr cool. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich davon geschafft habe. Ich glaube, Kentaur hieß er, ne? Guck mal gleich mal. Genau. Wo ist er denn? Da unten hatten wir, glaube ich, ne? Genau. Nee, das war nicht der. Das war nicht der. Der war, glaube ich, auch schon weg. Was ist das? Das war der Schwertfisch. Midas. Solterra. Elpenor, genau. Der war der Erste. Genau, genau hier. Der Kentaur. Den hauen wir jetzt auch weg. Dich haben wir noch. Ah, du bist 47, du bist uns zu überlegen. Schade. Dann haben wir keinen mehr, ne? Den wir jetzt schon auf der Karte orten könnten. Schade. Einmal hier noch, ne?
Finn hier ist der Vertragsbrecher. Ist jetzt nicht gerade der beste Name für einen Söldner, ne? Ich wollte es nur mal gesagt haben. Genau, die Chimäre. Ja. Ja, passt momentan. Fähigkeiten können wir jetzt auch noch. Das nicht, weil, ne? Das können wir, glaube ich, auch noch nicht, oder? Also das ist sowieso was, was wir wieder zuweisen müssen. Genau. Das machen wir doch. Okay. Das nächste Mal machen wir auch wieder hier drauf und dann vielleicht nochmal hier und hier, ne? Alles, was wir gerade nicht zuweisen müssen, können wir tatsächlich hochleveln, ohne dass ich mir Gedanken machen muss, dass ich das falsche hochgelevelt habe. Gut. Nö. Das vielleicht. Ja, komm. Aber mit, bitte, Ezius. Kapuze. Gut, dann einmal hier. Nein, nein. Okay, oder auch nicht. Dann haben wir das hier noch. Ups, ganz, ganz viel. 22? Aha. 29 nehmen wir doch. Okay, dann sollte der andere jetzt rot werden. Aber auch hier, ne? Gucken wir mal hier kurz. Ja gut, den können wir ruhig nehmen. Und wieder das Design ändern. Dann hier auch mal kurz hier. Wow, okay. Cool. Und dann hier die Stiefel. Ne, die brauchen wir gar nicht. Okay. Haben wir noch einen Bogen? Okay. Nehmen wir. Hier noch was. Nehmen wir den hier. Genau. 22. Ja, natürlich. Gut. Ne? Oh ja, das sieht gut aus. Das sieht doch gescheit aus. Was haben wir denn hier noch? Ah ja, nichts. Okay. Dann gehen wir einmal hier hin zurück und... Ah, die können wir gerade gar nicht. Weil wir ja hier noch, in dem Dings sind. Können wir noch nicht die Schnellreise nutzen. Okay. Nehmen wir das noch mit. Oh. Ja, komm. Kannst wieder runter. Und gehen hier erstmal raus. Vielleicht geht das sogar hier. Vielleicht wäre das sogar der Weg gewesen, der klüger gewesen wäre. Aber ja. Hallo? Ist da jemand? Nö? Okay. Ich nehme mal die kostbaren Edelsteine mit. Boah, gibt's hier keinen Dings. Sei, hat er hier nur genächtigt. Oh, sieht so aus, ne? Kleiner weiterer Höhlenteil. Aber keinen Ausgang. Okay. Dann habe ich nichts gesagt. Dann, ja. Mussten wir ja quasi hier rein. Dann können wir vielleicht noch die Gefangenen befreien, bevor wir gehen. Ja. Die müssen sich ja natürlich jetzt alle da hinten tummeln. Hä? Hä? Na komm. Ja. Cassandra ist aber nur spitze. Na gut, ich sage hin und wieder mal was anderes, aber ist nicht so ernst gemeint. Ne? Wird alles gar nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Oh. Wo ist denn die Tür? Hallo?
Ja, hau ab. Hau ab. Jo, ich bin gerade unterwegs zu dir. Wie gesagt, dem Hund tue ich wieder nichts. Versuch das immer zu vermeiden. Er ist so süß und außerdem sieht er aus wie Spank. So. Hier oben waren doch gewesen. Waren wir doch, ja, okay. Aber das kannst du nicht. Haha. Und tschüss. Ja. Such dir ein neues Herrchen. Wäre sowieso besser für dich. Genau. Habe ich eigentlich schon wieder neu gestartet gehabt? Bin ich mir gerade ziemlich unsicher. Ich gehe hier mal zum Gipfel. Oh, kann ich immer noch nicht. Okay, dann mache ich das eben jetzt und dann gehen wir zum Gipfel. Okay. Hatte ich jetzt eine 20-Minuten-Aufnahme, aber gut. Aber eindingsen kann ich den ja schon mal zumindest, wo ich hin will. Aber kann ich jetzt schon. Nein. Lohnt sich ja fast schon gar nicht mehr, ne? Achso, doch. Der Hund musste mich nur loswerden. Jetzt können wir doch bestimmt, ne? Ja. Gut, jetzt können wir. Super. Das gefällt mir. Okay. Ja, okay. Jetzt habe ich auch sogar die Zeit im Blick. Ne? Dass wir nicht wieder vorzeitig beenden. Würde ich mal sagen. Genau. Kleiner Umblick. Ich mache gleich weiter. Ja. Okay. wo wollte ich denn hin? Hier hin, ne? Genau. Vielleicht haben wir da auch nochmal einen Ausguck. Wer weiß. Das Wasser ist so schön, ne? Oh, das gefällt mir hier mit diesem Becken. Und das fließt dann in ein anderes Becken. Und so weiter. Oh, das finde ich richtig nice, ne? Wie das hier so. Richtig schön. Okay. Und dann wollen wir mal. Ja, ja. Ach komm, Bär. Das kannst du nicht. Also versuchst du es gar nicht. Oh. Hallo, Elche. Guten Abend. Fast schon wieder morgen. Ja. So. Nehmen wir auch noch mit. Noch da vorne. Okay, dann müssen wir einmal hier wieder runter und dann wieder hoch. Okay. Mal gut, dass wir keinen Fallschaden kriegen, ne? Dass ich mir zumindest darüber keine Gedanken machen muss. Das ist schon mal sehr gut. Ach so, ich dachte jetzt, es wäre einer dieser besonderen Steine, aber es war nur ein normaler Stein. Okay. Gut. Dann klettern wir einmal hier wieder hoch. Ich vermisse das mit diesen X-Drücken und dann schneller hochklettern aus Genshin Impact. Aber was ich nicht vermisse, ist, dass ja da eine Dings-Ausdaueranzeige ist und die ja hier faktisch gesehen nicht existiert. Ne, man hier endlos klettern kann. So, dann einmal hier hin und dann können wir quasi zum nächsten Ausguck. Nö. Ja, bringt ja immer noch ein bisschen was. Darf ich mich nicht sehen lassen? Hä? Halt die Klappe. Würde ich mal sagen. Hallo! No, brauchst du mal nicht aufstehen. Bin nur an dir vorbeigelaufen. Jo. Okay. Jo. Hi. Ach komm, der schütteln wir eh ab. Was? Okay.
Ich habe meinen Mund wohl zu voll genommen. Der Bär ist schneller als gedacht. Okay, ich glaube, ich habe ihn aber trotzdem abgewuselt. Ja, jetzt habe ich ihn abgewuselt. Oh ja, wir sind auch schon beim Gipfel. Ah, das war die Höhle, die ich gedingst hatte. Okay. Okay. Dann kriegen wir hier einmal den Ausguck. Immer ganz wichtig, erst die Ausgucke mitzunehmen, ne? Oh, das sieht geil aus. Das sind mit den weißen Bergen, mit diesen Gipfeln, ne? Richtig schön. Aber ich mag Schnee generell. Habe ich, glaube ich, auch schon sehr oft in Valhalla erwähnt, dass ich Berge mag und Schnee. Naja. No, und dann noch der Elch da. Richtig nice. Oh, noch einer. Oh, oh was? Ist so, oh, und er fällt die Klippe runter. Nicht wecken. Bevor hier auch noch die Klippe runterstürzt. Wollen wir ja nicht. Genau. Dann können wir einmal hier hin, ne? Ja. Aber wir dürfen die Klippe runterstürzen. Oh, ich habe gerade die Luft angehalten. Ich hab jedes Mal einen Herzinfarkt. Ich mach's zwar, aber trotzdem ist dann so beim Sturz echt Adrenalin. Eieiei, ich spiele das nicht. Ich meine das wirklich ernst, ne? Ich habe halt so eine krasse Verlangst, dass ich da mitfühle, wenn sie da sich drunter stürzt. Okay, da können wir jetzt erstmal. In dieser Gegend muss ich besonders vorsichtig sein. Die Brille richten, wollte ich sagen. Und dann können wir darüber. Dann haben wir das auch geschafft. Schnuffel, was machst du da? Das sah sehr ungesund aus. Ja, man will sich putzen, aber es ist trotzdem keine gute Verdrehung. Kopfstand machen oder so. Kyrenetische Hirschkuh. Okay. Müssten wir übrigens dann auch irgendwann mal machen, diese ganzen Dings hier, ne? Ich glaube, den letzten hier hinten habe ich auch irgendwie nicht gemacht gehabt. Hier, Fokus war das, glaube ich. Genau hier. Das da. Den kaledonischen Eber. Was habe ich denn hier? Okay. Ein Sturm braut sich zusammen. Ist das unsere Mutterquest? Nee. Okay. Dann ist das vielleicht was Besonderes. Also. Oh, was ist das hier? Okay. Haben wir davon mehrere? Sehe ich jetzt natürlich nicht. Hier auch noch irgendwie sowas in der Richtung? Nope. Aber hier haben wir diese anderen. Ah, das ist dieses mit diesem. Ja, genau. Hier, genau. Aber zwar, genau, der Blitzbringer, aber das, da sind wir noch zu schwach für. Hier ist der andere, der zu stark für uns ist, bestimmt. Genau. Ah ja, hier. Arcadian. Alte Flammen brennen heller. Okay, was haben wir hier noch? Das Bild des Glaubens und das Stück muss stattfinden. Ist das, sind das diese, Dings hier unten? Genau, ah, das sind die hier. Okay, die vergessenen Geschichten. Ja, dann können wir das doch machen, hier diese Nebenquest, ne? Jo. Okay, ich dachte, das wären auch wieder so DLC-Ding. Aber, das sind diese Dings. Okay. Gut, dann machen wir das doch, ne? Wenn wir schon mal dabei sind, dann, let's go. Ne? Kann ich wenigstens noch was trinken? Während wir gerade schnell reisen. Tja. Hab gerade den Text mit Deimos gelesen. Deswegen das Tja. Okay. Okay, dann können wir hier gleich runter. Einmal schön ins Broso. Okay, dann gehen wir da mal hin. Interessant, also ich würde es gerne mal machen. Um zu wissen, auf was wir uns da ungefähr dann auch bei den anderen Quests einlassen.
Nö. Und was wir haben, haben wir. Kriegen Erfahrungspunkte, machen eine Quest. Dann ist unser Questmenü wieder ein bisschen leerer. Auch weil wir wahrscheinlich für jede gemachte Quest irgendwie 50 neue kriegen. Kommt ja auch immer drauf an, wie viel Umgebung wir ja schon erkundet haben. Ja, hier waren wir ja ganz, ganz lange, ne? Hab ja ganz lange viel rumgerannt. Ja. Hallo. Ich bin's, der Cassandra. Aphrodite, Artemis, Athena, Mütter und Töchter des Olymps, bitte, führt uns in Sicherheit. Wir können niemanden entbehren. Ich bin keine von ihnen. Ich bin Cassandra, eine Söldnerin. Was ist los? Mein Volk schwebt in Gefahr. Ah, ja. Wir haben unseren Anführer und unsere Krieger verloren. Mhm. Nun verschwinden die Jäger. Jäger bleiben manchmal Wochen fort, bevor sie zurückkehren. Was ist mit den anderen passiert? Der Krieg. Der Kampf zwischen Athen und Sparta hat unsere Grenze erreicht. Also zogen die Männer ihre Schwerter. Mhm. Ich fürchte, die übrigen verlieren wir an die Söhne des Xerxes. Ich kenne die Söhne des Xerxes nicht. Interessanter Name. Es sind Perser, die die Schlacht bei den Thermopylen überlebten. Mhm. Sie haben kein Land, nur das Erbe ihres alten Königs. Doch es sind viele und wir sind nur wenige. Ich würde ungern mit dir tauschen, obwohl Töten meine Spezialität ist und ich Fährten lesen kann. Weißt du Rat? Ich muss mich an die Bewohner wenden. Sie wissen, dass etwas nicht stimmt, aber ich weiß nicht, was ich dagegen tun soll. Tja. Wenn du die Anführerin bist, benimm dich auch so. Ob zum Guten oder Schlechten, bleib auf deinem Weg. Du hast recht. Ich muss Vorbereitungen treffen, statt mich zu sorgen. Die Jäger werden immer noch vermisst. Würdest du sie für mich suchen? Klar. Ich suche nach den vermissten Jägern. Meine Cousine Agnodike wollte nach ihnen suchen. Doch auch sie kehrte nicht zurück. Mhm. Suchst du auch nach ihr, hätte ich jetzt gedacht, sagt sie, aber gut. Machen wir das mal kurz einen Moment, kleinen Augenblick. Mein Ohr hat gejuckt. So, jetzt können wir weitermachen. Genau. Gucken wir einmal. Sie werden von Banditen Fokus gefangen gehalten? Hä? Okay. Banditenlager befindet sich im Nordwesten des großen Berg Parnos. Finden Sie Lamia Banditenlager. Hä? Fokus war doch da unten, oder nicht? Achso, ja, vielleicht ist er auch... Hier ist der Berg Parnas, ne? Genau, Nordwesten müsste ja eigentlich dann hier sein. Korrigierhöhle, was haben wir hier? Bärenhöhle. Ich meine, wir haben ja viel schon gemacht. Waldlager. Erikos. Phasalos. Wo war nochmal Fokus? Fokus war doch auch hier, ne? Ne, das war Delphi, genau. Kira, okay. Wo war Fokus nochmal? Aber das war doch auch hier irgendwo. Oder war das hier? Finde sie im Lamia-Banditenlager. Also Fokus ist ja... Ja, sorry. Das Ganze war Fokus. Okay, dann erklärt sich das. Also Nordwesten des großen Bergpass... Bergpass? Ne? Berg Panas. Sorry, nicht Bergpass. Im Lamia-Banditenlager. Ah ja, hier. Okay. Waren wir ja auch schon gewesen. Also von daher fast schon. Dann, let's go. Nö. Dauert zwar ein bisschen länger, aber gut. Gut ging eine Weile. Ups. Ja, einmal kurz hier ins Wasser und dann können wir auch weiter. Aber hier rüber. Aber hier so. Nein, komm. Dankeschön. Okay.
Ah ja. Okay, nehmen wir mit. Nehmen wir auch mit. Ah ja. Sag ich doch. Ich hab's doch gesagt. Das ist da hinten. Ja, wir waren ja auch zu Anfang des Let's Plays sehr gut unterwegs in der Gegend, ne? Habe ich noch gutes... Also diese, an diese Gegend habe ich ja tatsächlich noch so ein einigermaßen gutes Gedächtnis. Das passt schon. Okay. Ich wollte gerade sagen, sind aber ganz schön weniger, ne? Sind doch mehr als gedacht. Da liegt wer. Seid wachsam. Ja? Na komm. Na komm. Hau ab. Ich wollte gerade gucken, ob hier noch einer ist. Aber anscheinend habe ich die alle gekriegt. Okay. Hi. Sind das die Jäger? Ich bin sehr dankbar. Ja, ich komme gleich. Bin gleich hinter dir. Ich jogge mal mit dir ein bisschen, ne? Ja, so. Alles in Ordnung? Sieht es denn so aus? Nicht wirklich. Du hast überlebt. Das können deine Begleiter nicht von sich behaupten. Das war eine Warnung. Erst die Jäger, dann der Rest des Dorfes. Ich muss die Archon vor den Söhnen des Xerxes und ihren Plänen warnen. Und ich suche sie wegen meiner Bezahlung auf. Okay. Dann rufen wir mal unser Pferdchen. Na komm. Dankeschön. Wir brauchen dringend einen anderen Skin. Dringend. Aber gut, das können wir ja gleich machen, nachdem wir hier, ne? Quasi unsere Bezahlung abholen, beziehungsweise unsere nächste Aufgabe. Ja, au. Habt ihr es gesehen? Aua. Das tut schon beim Zusehen weh. Noch einmal. Au. Danke, Pferdchen. Och Mann, ich tue dem Pferdchen immer weh. Es tut mir auch immer so leid. Nun gut, dass das kein richtiges Pferdchen ist, sondern nur in einem Videospiel. Na gut, mit einem richtigen Pferd würde ich wahrscheinlich auch nicht darunter springen. Ich müsste mich ja erstmal auf ein Pferd setzen können, ne? Auch immer noch was anderes. So. Dann wollen wir mal. Die schlechte Nachricht überbringen. Was weißt du von Agnodike und den Jägern? Archon, Peraktione, ich habe schlimme Neuigkeiten. Die Söhne des Xerxes planen einen Angriff. Oh, du bist es. Ja. Archon, diese Söldnerin bewahrte mich vor dem sicheren Tod. Mhm. Für den doppelten Lohn, wie ich hoffe. Nein. Ich bin eine, die mit einem Schwert umgehen kann. Seit wir die Söhne des Xerxes in der Nähe des Dorfes gesehen haben, versuche ich Peri davon zu überzeugen, die Verteidigung zu stärken. Okay. Ah, das ist meine Schwester Tia. Sie sieht sich als Befehlshaberin von Lilaya, solange die Männer fort sind. Ah, ja. Ein Mann beschützte uns. Und jemand muss diese Aufgabe nun übernehmen. Hast du gehört, was Agnodike gesagt hat? Wenn wir auf die Hilfe der Götter warten, werden wir sterben.
Die einzige Sprache, die die Söhne des Xerxes verstehen, ist Gewalt. Was, wenn ich dich zum Schutz des Dorfes anheuere? Klar. Ich tue, was ich kann. Gut. Triff mich bei der Quelle des Kephisos. Ich habe Pläne für die Söhne des Xerxes. Okay. Quatsch, wir nehmen nicht den doppelten Lohn. Das wäre mir neu. Genau. Einmal bitte. Dankeschön. Nein. Ich versuche das halt immer, nur denjenigen, wo es nicht wehtut, abzuziehen. Zum Beispiel den Toten. Und nicht den Lebendigen. Es Hi. Ist schön, dich wiederzusehen. Ja, wir haben es vor 5 Sekunden getroffen. Elia ist die Tochter des Kephisos, dem Flussgott. Man sagt, sie lebe in diesen Gewässern. Ah ja. Richtig? Periktione sagte mir, du seist die Befehlshaberin. So wie ich das sehe, scheinen du und deine Schwester nicht auf Augenhöhe zu sein. Heri würde eher ins Gebet vertieft sterben, als meinen Rat anzunehmen. Ah ja. Manchmal braucht es eine beruhigende Stimme, die uns sagt, alles wird gut, anstatt uns mit der Realität zu konfrontieren. Und nun warten wir auf die Schlachtbank, ohne etwas zu unternehmen. Ich muss mich auf den Kampf vorbereiten und die anderen hoffentlich auch. Ja. Unterrichtest du mich? Deine Schwester sagt, du seist die Befehlshaberin. Sehen wir, ob du wie eine kämpfst. Ich bin bereit. Da! Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Okay. Nun, das war demütig. Die Söhne des Xerxes sind nicht so gütig. Ja. Nein, es ist eine gute Warnung. Eine, die Peri gebrauchen könnte. Doch die große Schwester weiß es besser. Klingt, als würde sie dir das Leben schwer machen. Das kann man wohl so sagen. Ich mache die Drecksarbeit und sie ist die Heldin. Okay. Jetzt hast du die Adlerfrau an deiner Seite. Dann bist du der Perseus zu meiner Andromeda. No. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde Andromeda nackt an einen Fels gefesselt. War sie das? Daran werde ich denken, wenn ich den Mythos das nächste Mal zu neuem Leben erwecke. Elia hat eine Theater... Das hat mir gefehlt. Mal endlich mal was anderes mal wieder. Spartanerinnen lernen mit Spartanern mitzuhalten. Lilaya scheint da anders zu sein. Das ist eine Ansicht, die ich versuche zu ändern. Ich mach noch mal ein bisschen lauter. Ich glaube, ist ein bisschen leise. Wenn die Männer in den Krieg ziehen, schrumpft unsere Verteidigung auf wenige Jäger oder junge Männer, die kaum einen Speer halten können. Ja. Nun, da die Jäger tot sind. Nie waren wir verwundbarer für Angriffe der Söhne des Xerxes. Ich traf Könige und Befehlshaber. Du teilst ihr Temperament. Heri heiratete den Archon. Ich bin unverheiratet. Jungfern werden keine Anführerin. Sie leben ausgegrenzt. Ah ja. Kümmern wir uns um das, was ansteht. Es gibt noch viel zu tun. Du hast recht, aber wo anfangen? Ich muss die anderen für den Krieg ausbilden. Aber wir haben weder Waffen noch Rüstungen. Und keinen Schmied. Aber seine Tochter... Na dann. Und was ist mit den Jägern? Wir müssen für Ersatz sorgen. In der Nähe gibt es ein Lager. Vermutlich leben dort die Töchter der Artemis. Sie sind nicht gerade freundlich, also mieden wir sie bislang. Tja. Wen willst du das Jagen lehren? Ich habe mich mit einigen Freiwilligen im Dorf getroffen. Sie haben ein wenig Erfahrung, aber ihr Bogenarm muss noch geformt werden. Du findest sie am Rand von Lilaya. Okay. Ich weiß nicht, wie hilfreich ich der Tochter des Schmieds sein kann. Metiadusa erwähnte, dass sie Materialien benötigt, bevor sie beginnen könne. Unter uns. Sie braucht nur einen Anstoß. Sie half ihrem Vater schon als kleines Kind in der Schmiede, doch sie zweifelt an ihren Fähigkeiten. Okay, dann werden wir sie mal anstoßen. Ich erledige das. Cool. Ja, das waren definitiv scharfe Lektionen. Zwinker. Ich habe keine... Deswegen. Facecam deswegen. Sieht man das nicht. Deswegen werde ich es sagen. Auch wenn es ein bisschen komisch klingt. Aber ich glaube, Zwinkern liegt mir sowieso nicht so. Also nicht dieses komische Zwinkern. So ganz normales Zwinkern, ja. Blinzeln nennt sich das ja auch. Aber dieses... Ja.
ist nicht so meins. Das sieht bei mir immer sehr weird aus. Oder sieht das bei allen weird aus? Ich bin mir nicht sicher. Hallo? Bist du die Tochter des Schmieds oder ist hier das andere? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe irgendwas ausgewählt. Ah ja. Keiner fragt, ob ich weiß, wie das geht. Oh, wer bist du? Eine von der Archon angeheuerte Söldnerin. Oh, deswegen kenne ich dich nicht. Ich bin Metialusa. Bitte mich jetzt nicht um neue Waffen oder eine neue Rüstung. Okay. Keine Sorge, aber der Rest des Dorfs braucht sie. Oh, noch schlimmer. Ich dachte, du wärst die Schmiedin des Dorfs. Warum so zögerlich? Ich bin keine Schmiedin. Mein Vater ist Schmied und mein Bruder sein Lehrling. Ich hole nur das Holz, wenn sie es brauchen. Und jetzt erwartet jeder von mir, dass ich das Dorf bewaffne. Mm. Ist sonst niemand der Familie mehr am Leben? Die Männer sind noch alle im Krieg. Und Martha ist letztes Jahr mit dem Fährmann übergesetzt. Ah ja. Kann ich dir irgendwie helfen? Die Werkzeuge von Pater müssen hier irgendwo sein. Aber ich brauche Erz. Und selbst dann kommt vielleicht nur Unsinn dabei heraus. Mm. Auf mich wirkst du fähig genug. Zu wissen, wie etwas geht, ist aber einfach nicht dasselbe, wie es auch tatsächlich zu tun. Du hast recht. Welche Art Erz benötigst du? Im Prinzip würde jede Art funktionieren, aber... Aber? Mein Pater schmiedete für meine Martha einen Dolch aus einem legendären Material. Ah ja. Aphrodites Erz. Klingt merkwürdig. Ist aber so. Wie erhielt es diesen Namen? Der Legende nach schmiedete Hephaistos, der Gott der Schmiede. Also Hephaistos? Einen Helm für seine Frau, Aphrodite. Ah ja. Sie liebte ihn wegen seiner Farbe. Deswegen kann jeder Schmied mit diesem Erz arbeiten. Ah ja. Wo finde ich dieses Erz? Das ist schwierig. Du musst bei den persischen Überresten die Klippen runter zu einer geheimen Höhle am Wasser. Okay. Und als warst du schon mal dort? Ich sagte doch, ich bin keine Schmiedin. Ich habe besorgt, was Pater mir auftrug. Ich würde selbst gehen, muss aber das Feuer anheizen. Mhm. Ich werde Aphrodites Erz besorgen.